Wir haben diese Nacht mit unserem Hund im Dachzelt verbracht. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geklappt hat, bleibt dran. Ich kann nicht gegen die Sonne gucken. So, heute wollen wir mal einmal wieder unseren Hof hier verlassen. Wir haben einen kleinen Ausflug ans Meer vor. Wir fahren nämlich nach Saint-Brieuc und wollen im Dachzelt übernachten. Und die Herausforderung wird es sein, bei Ina oben in das Dachzelt zu bekommen, weil wir wollen bei Ina auf keinen Fall alleine heute Nacht im Auto lassen, weil sie hat ja immer noch so ein bisschen Angst vor dem Auto. Und deswegen möchten wir auf jeden Fall, dass bei Ina mit bei uns oben im Dachzelt schläft. Und wir haben für bei Ina jetzt eine Rampe gebaut und mit der machen wir sie jetzt erstmal vertraut, damit sie auch keine Angst hat, nach oben in das Dachzelt zu steigen und mal schauen, wie das funktioniert. Marina! Guck mal, was ist das? Ist das eine Hühnerleiter? Die kennst du ja schon, ne? Die Hühnerleiter. Hey, super! Neu, der erste Schritt ist gemacht. Ja, fein! Hey! Super! Das hat gut geklappt. Marina, komm mal wieder runter. Super! Klasse, Marina! Okay, damit wäre die erste Trainingseinheit ja schon abgeschlossen. Das war ja gar kein Problem. Das wird nachher am Dachzelt noch ein bisschen steiler werden, aber wir werden die Rampe vielleicht auf den Tisch stellen, dass es wiederum nicht ganz so steil ist. Mal schauen, wir müssen da ein bisschen improvisieren, aber ich glaube, ich bin da optimistisch, dass das klappt. Ui, ui! Und zurück! Hier nochmal! Ja! Marina, komm mal her! Super! Oh, die hat ganz nasse Pfoten. Ich bin ganz nass von Marina. Der Ausflug wird auf jeden Fall ein bisschen unter erschwerten Bedingungen stattfinden, weil, wie man sehen kann, ich habe mich ein bisschen am Finger verletzt. Ich habe nämlich in den Fräser gepackt und da ist doch eine recht böse Wunde raus entstanden. Ich war gerade dabei, mit dem Fräser hier diese kleinen Holzteile zu fräsen, anzufasen. Und dann habe ich die Maschine ausgestellt, wollte die beiseite stellen und bin irgendwie, keine Ahnung wie, ich kann es wirklich nicht mehr rekonstruieren, mit dem Finger da so reingeraten. Und ich kann echt noch von Glück sprechen, dass hier eben so ein Kugellager dran ist. Deswegen konnte der Finger halt gar nicht so ganz nah dran an die Schneide. Und das Eklige ist auf jeden Fall, dass da noch ein paar Hautfetzen dran kleben. Bah. Boah, da kriege ich eine Gänsehaut, ey. Naja, ich hatte, glaube ich, auf jeden Fall noch wirklich Glück und Unglück. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten das geplant und wir lassen uns jetzt von unserem Verband hier auch nicht davon abhalten. Von daher packen wir jetzt noch ein paar Sachen zusammen und dann fahren wir los. Marina, bist du startklar? Hast du deine Sachen schon zusammen? So, eben nochmal tanken für 1,89 €. Irgendwie schwanken hier die Preise ganz schön. Wir haben schon Preise für Diesel gesehen für 2,49 €. 2,50 € fast, das ist so unglaublich. Und jetzt kostet hier der Liter ja knapp 1,90 €. Immer noch verdammt teuer, aber was willst du jetzt machen? So, wir sind jetzt an dem Strand angekommen, wo wir schon mal mit Marina waren. Und da hinten im Hintergrund sieht man diesen Hügel und auf diesem Hügel gibt es mehrere Spots, wo man sich mit einem Camper hinstellen kann. Und wir wissen auch noch nicht genau, wo genau wir schlafen werden, aber auf jeden Fall irgendwo da hinten auf diesem Hügel. Und das sieht vielleicht aus, als hätten wir tiefsten Winter, aber eigentlich sind es, keine Ahnung, 15, 16 Grad oder sowas. Aber der Wind ist noch ein bisschen frisch. Besser zu warm anpacken als zu kalt. Ist es nicht wunderschön hier? Und dadurch, dass wir außerhalb der Saison hier sind, ist der Strand wirklich fast menschenleer. So, wir haben den Strand wieder verlassen und wir eiern hier gerade den Berg hoch. Und wir waren ja schon mal an dem Spot, als wir 2019 das erste Mal in der Bretagne waren, um uns den Hof anzugucken, haben wir schon mal da geschlafen. Und wir müssen den jetzt einfach nur wiederfinden. Links abbiegen auf Rue de la Ville. Wir haben bei Google Maps einfach einen Punkt angegeben, wo wir dachten, das könnte da gewesen sein. Jetzt sind wir aber doch woanders rausgekommen. Ich meine, hier ist ein schöner Ausblick. Aber es ist trotzdem nicht da, wo wir hinwollen. Jetzt haben wir noch einen anderen Punkt auf der Karte gefunden und da fahren wir jetzt mal hin. Und ich glaube, das ist der richtige Spot. Kannst du mal nicht so wackelig fahren? Das ist die Straße, sorry. Ich erkenne es wieder. Warte, bleib mal stehen jetzt. Ja. Lass erstmal den Bus hier fahren. Ja. Oh, der will rechts. Da müssen wir geradeaus. Wir müssen geradeaus. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Habt ihr gehört? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Da unten an dem Strand waren wir gerade. Alles klar, wir haben unseren Spot gefunden. Wenn wir morgen früh aufstehen, dann haben wir diesen Ausblick. From your bottle, baby, loving it, wasted love, I can't get enough of my.
standen wir nämlich 2019, weil der Platz, wo wir jetzt mit unserem Auto stehen, der war besetzt. Und dann haben wir uns halt hier hingestellt. Das ist auf jeden Fall ein offizieller Parkplatz, wo wir jetzt stehen, ist glaube ich auch in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob das so ausgezeichnet ist als Übernachtungsspot. Wenn mich nicht alles täuscht, ist dieser Weg, auf dem wir gerade gehen, Teil vom GR43. Das ist ein Wanderweg, der einmal komplett an der Küste von der Bretagne entlang führt. Ich glaube, weit über 1000 Kilometer. Ich blende es mal ein, wenn ich rausfinde, wie lang dieser Weg wirklich ist. Wer weiß, ob ich nicht irgendwann in meinem Leben diesen Rundwanderweg komplett lang gehe. Oder ein Teil davon. Mal schauen. Nur ein Staketenzaun ist ein guter Zaun. Alter, wie geil ist das denn? Einfach mal ein Privatstrand hier. Alter, hier ist keine Menschenseele. So geile Muscheln. Das gibt's ja nicht. Wie geil ist das denn? Ich will am liebsten alle Muscheln mitnehmen. Boah, ich liebe sowas. Keine Menschenseele. Schaut euch diese Felsen an. Aber die Flut kommt, ne? Nicht, dass wir hier gleich eingesperrt sind. Aber ich bin neugierig. Ich muss ja einfach noch gucken, was noch so kommt. Ja, ich gebe zu, ich würde jetzt so gerne noch über die Felsen klettern, aber mit dem Finger hier. Aua, ich habe mich gerade schon wehgetan. Ich lasse es. Wir sind bestimmt noch mal hier und dann klettere ich hier überall rum. Aber nicht heute. Und auch hier findet man natürlich wieder irgendwelche alten Betonelemente, so wie dieses hier. Und solche Überreste, die wahrscheinlich, ich denke mal, aus dem Zweiten Weltkrieg stammen, die findet man hier wirklich überall in Küstennähe. Fuck. Oh nee, ne. Ach, Gott sei Dank. Geht. Ich weiß auf jeden Fall, wer heute Nacht gut schlafen wird. Oh ja. Das sind wir und das ist Baida. Wir hätten zwar noch Stunden bleiben können, aber wir haben Hunger und deshalb gehen wir zurück zum Auto. Und dann bauen wir außerdem unser Dachzelt auf und vielleicht machen wir noch ein kleines Feuerchen. Naja, okay, jetzt haben wir doch noch umgeparkt hier auf den Stellplatz, wo wir schon vor 3 Jahren einmal waren. Weil ich da hinten festgestellt habe, dass unser Kupplungspedal irgendwie rumspackt, das kommt nicht mehr zurück. Und das Problem hatten wir schon mal. Und als wir dann ein bisschen rumgefahren sind, dann hat sich das Problem irgendwie von alleine wieder gelöst. Und deswegen dachten wir, wir fahren jetzt einfach ein bisschen mit dem Auto und gucken, ob das Problem von alleine wieder weggeht. Ist es nicht, die Kupplung kommt immer noch nicht von alleine zurück. Und im gleichen Atemzug haben wir uns halt gedacht, wir wechseln den Standort, weil es hier auch ein bisschen windgeschützter ist. Ich hoffe mal ganz stark, dass das Kupplungspedal morgen früh keine Probleme mehr macht. Sonst haben wir ein Problem. Ein großes Problem. Naja, wie dem auch sei, wir bauen jetzt das Zelt auf. Das war's. So, es wird langsam immer dunkler, es wird immer windiger, es wird immer kälter. Aber wir müssen uns jetzt noch Essen machen. Und ich glaube, dann gehen wir früh ins Bett, weil oben im Zelt ist es immer richtig schön muckelig. Lecker. Draußen schmeckt einfach alles besser. Aber wenn jetzt der Wind nicht wäre, dann wäre das so schön. Ich meine, es ist auch so schön, oder? Ja. Es lässt sich aushalten, aber der Wind nervt trotzdem ein bisschen. Wenn ihr euch fragt, woher wir eigentlich das helle Licht haben. Makita, Baustrahler, Akku betrieben. So, wir haben ja noch gesagt, wir wollen noch ein kleines Feuerchen machen. Ich habe vorhin aus der Werkstatt nämlich noch ein paar alte Holzreste hier mitgenommen und die werde ich jetzt noch ein bisschen kleiner sägen. Wir haben so eine kleine Buschbox, ist einfach nur so eine kleine Metallbox, da kann man ein Feuer drin machen. Ja, und auf geht's. Hauptsache, das endet nicht gleich mit noch einem zweiten Verband. So, genug. Ja, voilà. Annika hat Feuer gemacht. Aha. Feuer hat doch immer etwas Magisches, oder nicht?
Wir haben uns jetzt gegen die Rampe entschieden. Ich glaube, wir werden bei Ina einfach hochtragen. Ich glaube, damit das mit der Rampe funktioniert, muss man das vorher einmal geübt haben. Und jetzt ist es dunkel, das ist alles ein bisschen zu gefährlich. Wir werden die einfach reintragen und das zu Hause, glaube ich, mal üben auf dem Hof bei uns. Und beim nächsten Mal werden wir das vielleicht mit der Rampe machen. Wenn mal reinkommst, geht die Rampe. Super. Super. Klasse. Jubi. So, wir sind alle drei sicher oben angekommen. Vielleicht hört man es. Jetzt gerade natürlich nicht. Jetzt gerade nicht. Es ist sehr, sehr windig. Ja, jetzt hört man es. Deswegen Oropax. Ich brauche, denke ich, keine. Ich kann immer und überall schlafen. Also ohne Oropax könnte ich hier im Dachzelt nicht schlafen, wenn es so windig ist wie heute wieder. Okay, es war auf jeden Fall ein gelungener Tag. Alle unsere Erwartungen wurden erfüllt. Und ich würde sagen, bis morgen. Gute Nacht. Ich hoffe, ihr seht jetzt noch nicht zu verpennt aus. Boah, die Nacht war super. Ich habe richtig gut geschlafen. Und um Baina jetzt aus dem Dachzelt wieder rauszubekommen, habe ich jetzt doch die Rampe aufgebaut, weil runtertragen ist, glaube ich, schwieriger als rauf. Und schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Warte, Baina. So, jetzt kannst du runter. Super! Klasse! Bleib. Futter! Es fühlt sich wirklich wie im Urlaub an, aber es sind einfach wirklich nur 50 Kilometer von unserem Zuhause entfernt und wir können natürlich so einen Trip jederzeit wieder machen. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Uns interessiert noch, wie macht ihr das mit euren Haustieren? Schlafen die mit bei euch im Zelt oder habt ihr einen Camper? Schlafen die im Kofferraum? Schreibt es uns in den Kommentaren. So, damit sind wir wieder auf dem Rückweg und falls ihr auch mal Bock habt, in einem Dachzelt zu schlafen, aber kein eigenes Dachzelt habt, wir würden unser Dachzelt auch verleihen. Ihr müsstet uns einfach nur eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung und dann werden wir uns schon irgendwie einig. Und wir finden, das wäre doch eigentlich eine coole Sache. Man muss sich ja nicht gleich ein eigenes Dachzelt kaufen, nur weil man das mal ausprobieren will. Ihr würdet einfach ohne Dachzelt zu uns kommen. Wir würden unser Dachzelt dann auf euer Auto montieren und dann könnt ihr einfach auf eigene Faust los. Boah, ich fühle mich noch total verpennt, ey. Ich mich auch. Gleich erstmal duschen, ey. Wir hoffen, euch hat unser kleines Mikroabenteuer gefallen. Nächstes Mal gibt es dann wieder ein Video von unserem Hof. Es ist jetzt Samstagmittag, ich muss noch das komplette Video schneiden. Das heißt, bis in den späten Abend oder in die Nacht hier hinein sitze ich am Rechner. Ich werde gleich noch klar Schiff machen, weil Julians Eltern heute Abend kommen. Und damit sagen wir, sind wir raus. Au revoir. Et à bientôt. Hallo. Hey. Na, Baina, wie fandest du unseren Trip? Du bist froh, wenn du heute Nacht wieder auf der Couch pennen kannst, ne?